Italiens rechtsextreme Regierung will dem Zustrom von Migranten mit Auffanglagern in Albanien begegnen. Dort sollen aus dem Mittelmeer geborgene Personen untergebracht werden. Die Einrichtungen sollen bis zu 3000 Menschen beherbergen. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sollen die Zentren den Druck verringern, der auf den Einrichtungen in Italien lastet. Kritiker werfen ihr vor, ein italienisches Guantanamo außerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Die Ankündigung erfolgte nach einem Treffen Melonis und ihres albanischen Amtskollegen Edi Rama in Rom. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente ovviamente ai fini del rimpatrio. Die britische Regierung musste sich wegen eines ähnlichen Plans vor Gericht verantworten. Asylsuchende sollten in einer Unterkunft in Ruanda untergebracht werden. Dafür sollten illegale Einwanderer oder Asylantragstellende von Großbritannien in das afrikanische Land umgesiedelt werden. Wer Asyl bekommt, kann nicht etwa ins Vereinigte Königreich zurückkehren, sondern muss in Ruanda bleiben. Soweit der Plan. Letztlich wurde das Projekt durch ein britisches Gericht vorerst gestoppt. Thank you.